Und schon wieder zurück bei Mass Effect 2 in der wundervollen Legendary Edition. Wir haben letzte Folge die Probleme mit den Söldnern, glaube ich, endgültig ausgelöscht, würde ich mal so sagen. Es sind auch keine weiteren, ich habe eben nochmal nachgeguckt, es sind auch keine weiteren Nebenquests mehr offen, richtig. Ich muss mal gerade kurz mich ein bisschen sortieren und gucken, wir hatten, keine damit ich jetzt bloß... Für Sie, Commander. Okay, danke schön. Damit ich jetzt bloß nichts verpasse, ein bisschen sortieren und ein bisschen gucken. Ich glaube, ja, wir hatten gesagt, wir machen diese Folge auf jeden Fall nochmal ein Gespräch mit allen Crewmitgliedern. Das kommt mir sehr entgegen, denn gestern Abend musste ich den Stream schon verschieben, weil gestern Abend die Stimme schon wieder hinüber war. Es ist einmal ein bisschen kälter draußen und ich habe keinen Schal an und dann war es das schon wieder. Ich gehe jetzt nochmal einmal rum, das ist vielleicht ein bisschen nervig, aber ich versuche es nochmal mit jedem. Auch bei denen, wo ich vermute... Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wo ich vermute, dass wir das Ende erreicht haben. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Es geht mir gut, Shepard. Ich bin für alles bereit. Wir leben, können laut werden und auf der Citadel ein paar Drinks verschütten. Wir sprechen später. Commander. Alles klar, bei ihm... So, Entschuldigung. Bei ihm haben wir alles erreicht. Ich glaube, bei Mordin haben wir auch alles erreicht. Da bin ich mir nicht so sicher. Deswegen frage ich da lieber nochmal nach. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Besser später. Habe vermutlich eine Lösung für Jokers Zustand. Eine einfache Behandlung würde... Nein, nein. Zu Leberversagen führen. Nicht so schlimm. Auf ein neues. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Tja, ich bin sicher, der Joker freut sich, aber Leberversagen wäre nicht so schön. Nicht böse sein, wenn ich gerade nicht die ganze Zeit durchquatsche. Das kommt vielleicht auch dem einen oder anderen entgegen, mal mein Gequatsche nicht dauernd hören zu müssen. Shepard, wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Ich möchte meditieren. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Okay, auch bei Samara haben wir das Ende zumindest bis hierhin erreicht. Ich vermute, dass da noch Gespräche offen sind, die wir führen können. Oder Themen offen sind, die zu besprechen wären. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Später. Ich möchte erst darüber nachdenken, was wir bereits besprochen haben. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Aber diese Gesprächsoptionen kommen dann wahrscheinlich erst, wenn wir in der Hauptstory vorangeschritten sind. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Eines der Mädchen von der Navigation glaubt, sie könnte schwanger sein. Sogar an Bord eines Cerberus-Schiffes findet das Leben einen Weg. Oh ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, die führen ja noch ein ganz normales Leben neben ihrem Dienst hier. Ist doch schön, dass sie schwanger ist und dass die Crew offensichtlich so viel Vertrauen in unsere Mission hat, dass sie erfolgreich ist, dass sie immer noch bereit sind, Kinder in diese Galaxie zu setzen. Wobei man natürlich jetzt nicht weiß, ob das geplant war oder nicht. Ich muss schon sagen, Jacob ist... er wirkt ziemlich ernsthaft. Ob er wohl auf Japanerinnen mit einem Hang zur Kleptomanie steht? Ich kann's mir nicht vorstellen, aber Versuch macht klug. Joker und Edie sind wie ein altes Ehepaar. Eines Tages werde ich reinkommen und die beiden streiten über die Temperatur im Cockpit. Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Okay, ich komme später wieder. So. Dann lass uns nochmal mit Miranda sprechen. Bei Garrus bin ich mir zu 100% sicher, dass da gerade nichts Neues kommt. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Okay. Mit Dr. Shuckwas hatten wir es ja nochmal versucht vor kurzem. Das hat nicht funktioniert. Also, sie hat keine neuen Themen für uns. Bei Jack bin ich mir auch sehr sicher,
dass sie keine neuen Themen hat. Bei ihm nicht so sehr. Shepard. Ich schau nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Einen Clan, ein Volk und Feinde zum Bekämpfen. Das ist vorerst alles. Shepard. Gut, dann haben wir bei Grunt auch alles bis hierhin besprochen, was er besprechen möchte. Können wir eben nochmal bei Tali vorbeischauen und sie nochmal kurz fragen. Und dann gehen wir noch zu Said, auch wenn ich vermute, dass der auch nicht viel Sinnvolles zu erzählen hat. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Okay, wir reden später weiter. Gut. Said, what is with you? Verdammt, Shepard, ich hab gerade in Nostalgie geschwelgt. Jack, Patient Null, wie man sie auch nennen mag, ein Wahnsinnsmädchen. So eine destruktive kleine Schlampe hätten wir vor 10 Jahren gebraucht, als wir blind in die kroganische DMZ gegangen sind. Wir haben zwar viele Kroganer getötet, aber auch viel zu viele Männer verloren. Würde er sie auch so nennen, wenn sie vor ihm steht? Ich glaube nicht. Ich habe so einiges Verrücktes gemacht. Aber ich habe noch nie versucht, es zu Fuß mit einem Dreschschlund aufzunehmen. Wenn man einem Dreschschlund begegnet, gibt es eigentlich nur ein Motto. Lauf so schnell du kannst. Beine in die Hand und weg. Kroganer wissen es wohl nicht besser. Aber es war ein Wahnsinnskampf. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Okay. Wir unterhalten uns auch später weiter. Das bedeutet, wir haben mit jedes Gespräch geführt. Und ich habe niemanden ausgelassen. Das bedeutet allerdings für uns auch eines, wir haben noch genau ein System zu erkunden, wenn da keine Anomalien mehr drin sind, dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Hauptstory. Oh, hier ist noch was zu erkunden, stimmt. Moment, da ist ja noch Ola Rast. Ob es ein Achievement dafür gibt, wenn man alle Planeten besucht hat und das ganze, die ganze Galaxis um 100% erkundet hat? Ich lasse es wieder offen, ihr könnt es lesen, im Augenblick lese ich es nicht vor. Bitte, ihr seht es mir nach. Könnt ihr einfach wieder Pause drücken. Machen wir dann so wie bei den Dossiers. Ich denke, das passt. So. Jetzt haben wir hier auch 100% erreicht. Gut, also. Ein System noch. Ich habe die Vermutung, da das System auf 0% ist und wir da noch nie gewesen sind, wir haben da keinen Auftrag in diesem System. Also keine Mission, die uns dahin führen würde. Moment. So. Kein Auftrag, keine Mission, die uns dahin führen würde. Von daher vermute ich sehr stark, dass dort vielleicht noch eine Anomalie auf uns warten wird. Hier das Minos Ödland. Da ist nämlich noch überhaupt nichts gewesen bisher. Und wieso sollte das System existieren, wenn da wirklich rein gar nichts ist? Außer man will uns vielleicht noch ein, zwei Planeten entgegenschmeißen, die irgendwie mit Mineralien vollgepackt sind. Das kann natürlich auch sein. Schmuggler und Piraten. Aha. Übrigens Eclipse, Blue Suns und Bloodpack. Das sind die drei Söldner-Vereinigungen. Anomalie geortet. Ja, siehste. Oh je. Na komm, ich versuch's. Equitas ist die Heimat der berühmten Eisenschluchten. Der Großteil seiner Oberfläche ist mit rötlichem Eisenoxidstaub, Hämatit, bedeckt. Und blaue Kobaltvorkommen verleihen der Landschaft zusätzliche Farbtupfer. Turianische Forscher haben heiße Quellen an den vereisten Polkappen entdeckt, die durch Magma in der Planetenkruste aufgeheizt werden. In einer eigentümlichen Kombination aus Wissenschaft und Profitmacherei
füllt eine kleine Anlage das Wasser aus diesen Quellen in Flaschen ab und exportiert es mit der Behauptung, es habe Heilkräfte. Der Profit daraus wird zum Unterhalt einer Forschungsstation verwendet, die fossile Beweise dafür gefunden hat, dass es auf Equitas früher mikroskopische Lebensformen gegeben hat, deren DNS aus den Quellen stammte. Okay, Heilwasser. Sonde unterwegs. Die Scanner haben etwas gefunden. Anomalie geortet. Oberflächenscans zeigen potenzielle Alien-Signaturen aus dem Inneren der Mine. Unbekannte Lebenszeichen entdeckt. Aufenthaltsort der Belegschaft unbekannt. Na, das schauen wir uns doch mal genauer an. Ich nehme mit Garrus und Jack unser Team für alle Arten von Nebenmissionen. Das passt ganz gut. Bitte was? Sind hier etwa Husks unterwegs? Das ist ja überhaupt nicht gruselig. Warum liegt denn hier ein abgenagtes Skelett? Und warum sind es eigentlich immer Minen, in die wir Achtung! Rein müssen? Ja, wir sind tatsächlich Husks unterwegs. Aber wenn hier Husk unterwegs sind, dann müssten hier auch Geth unterwegs sein. Wenn sie das hier lesen, sollten sie von ihr abhauen, sofort. Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Boah, da habe ich überhaupt keine Lust, da unten runterzugehen, wenn ich das höre. Was ist das denn für einer? Oh, ich glaube, der steht nicht mehr auf, weil wir ihn mit der Explosion erwischt haben. Ja, weil wir ihn mit der Explosion erwischt haben, steht der nicht mehr auf. Deswegen wurde er uns weiterhin angezeigt, weil das Spiel nicht begriffen hat, dass er tot ist. Seite. Monster. Nichts kann mich aufhalten. So, 1000 Credits. Aber die roten Husks, die haben wir bisher noch nirgendwo gesehen. Die sind neu. Das gefällt mir nicht.
Feinde vor uns! Das waren doch mitnichten alle, die hier unterwegs sind, oder? Oh je. Alien-Maschine entdeckt. Können die Geräusche wenigstens mal aufhören, solange ich hier dran stehe? Das wäre echt schön. Smithsons Männer haben heute so eine Art Alien-Maschine ausgegraben. Hab so etwas noch nie gesehen. Hab ein paar meiner Kontakte angerufen und rausgefunden, dass es dafür einen Markt gibt. Ein paar Typen von Schutzabwehrfürsorge Elanus würden jede Menge Credits blechen, wenn sie das Ding in die Finger bekämen. Natürlich werde ich ihnen eine Chance geben, mich mit Kohle zu überschütten. Hooper und Jorgensen sagen, sie hätten gesehen, wie das verdammte Alien-Ding geleuchtet hat. Und ich gehe sicher nicht hin, nur um zu beweisen, dass sie Unrecht hatten. Ich kriege zu wenig Geld, um mich komischen Alien-Artefakten auszusetzen. Obwohl ich zugeben muss, dass die Geräusche aus dem hinteren Zimmer sehr verlockend sind. Cooper Jorgensen und den anderen geht's nicht so gut. Veränderungen. Mir übrigens auch nicht. Ich bleibe in der Nähe der Maschine, da fühle ich mich besser. Ob ich zulassen soll, dass die Elanus-Typen sie mitnehmen? Es ist sicher besser, wenn sie hier bei uns bleibt. Ja, da wurden sie dann indoktriniert und zu Husks verwandelt. Shepard, ich orte eine starke Alien-Signatur tief im Inneren der Mine. Das Gerät scheint die Quelle der Husks zu sein. Wenn sie es zerstören, würde das die Bedrohung wahrscheinlich beenden. Da musste ich jetzt mal gerade durchrennen, weil hier einfach immer mehr Husks gekommen wären, oder? Die sind ja wirklich unendlich gespawnt und so viel Munition hätte ich nicht gehabt, um die alle zu besiegen. Das ist mir dann in dem Moment aufgegangen, als sie plötzlich um mich herum standen. Aber jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass ich da was verpasst habe. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Ich hatte kurz vorher gespeichert. Vielleicht gucke ich jetzt gerade nochmal ganz kurz nach. Einen Moment. Wir wissen, da hinten ist die Bombe, alles klar. Achso, hier ist die Bombe. Da ist eine Bombe. Hä? Wieso sind jetzt keine Husks mehr hier? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Vielleicht, weil ich schon bis zur Bombe vorgedrungen bin und die gar nicht getriggert sind? Oh, da oben ist zum Beispiel noch was. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Da ist auch noch was und ich habe nur noch 5 Munition. Das war nämlich genau das, mein Problem mit der ganzen Angelegenheit. Shepard, ich orte eine starke Alien-Signatur tief im Inneren der Mine. Das Gerät scheint die Quelle der Husks zu sein. Wenn sie es zerstören, würde das die Bedrohung wahrscheinlich beenden. Ja, und jetzt kommen sie wieder, ne? Kann ich denn von hier aus nicht die Bombe sehen? Naja.
haben wir zumindest noch mal ein bisschen Munition für schwere Waffen mitgenommen. Ist auch nicht schlecht. Ansonsten war da aber nichts mehr. Indoktrinationsgerät der Reaper zerstört. So, Entschuldigung, dass ich da nochmal nachgucken musste, aber da war die Neugier jetzt doch größer als alles andere. Haben wir eine Nachricht dazu bekommen? Nein. Alles klar. Erkunden wir gerade nochmal die restlichen Planeten des Systems, damit wir das auch auf 100% haben. Sestus, okay. Oh, hier muss ich runterscrollen. So, jetzt hat er das auch. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich alle Systeme erkundet. Also alle Systeme, die nicht mit dem Reaper FFS zusammenhängen. Das ist das System, in das wir dann jetzt reinfliegen müssen. Ohne Wenn und Aber. Oder kann ich noch irgendwas anderes machen? Nee, ich glaube, alle anderen Sachen haben wir jetzt wirklich zur Genüge ausgereizt und gemacht. Und getan. Das ist alles auf 100%. Ja, ja. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Na gut, dann auf geht's in Richtung Reaper FFS. Wobei wir da ja vielleicht auch erstmal noch ein bisschen was erkunden können. Da, ich wollte gerade sagen, gibt's hier kein Treibstoffdepot, weil ich hab ja doch ein bisschen Benzin auch wieder ausgegeben. Sieht aber nett aus, der Planet. Hebat. Oh. Das ist aber ungewöhnlich, oder? War das nicht irgendwie ungewöhnlich, dass sich ein Gasriese so nah an seiner Sonne bildet? Bin mir nicht mehr sicher, so gut kenne ich mich da auch nicht aus, aber... Wieso haben wir bei Ver schon 33%? Wir sind doch hier noch nie gewesen. Oder? Ja doch, ich bin glaube ich einmal hier gewesen wegen einer Nebenquest. Das ist mal ein großes System. Alles klar. Schon wieder so ein leckerer Planet. Warum sind das immer die Gasgiganten, die so aussehen wie so ein Kuchen? Ja gut, wahrscheinlich, weil sie Gasgiganten sind, ne? Ist klar. So. 100% bei Schwarzschild. Das Reaper FFS bei Thorn. Also wir können Century und Ver noch ganz in Ruhe erkunden, ohne. Eieieiei. Ohne wahrscheinlich zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Lass mich kurz durch diesen Asteroidengürtel fliegen. In der Hoffnung, was zu finden, aber nein. Gasgigant mit Spuren von Chlor und Schwefel. Hm.
über 100 Monde. Ja, das ist ja so eine Eigenart von Gasgiganten, dass sie für gewöhnlich relativ viele Monde in ihre Umlaufbahn ziehen. Oh oh. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Habe ich vielleicht nicht mehr genug Benzin, also Treibstoff, um zurückzukommen? Genau, Korang. Ich weiß zwar nicht mehr genau, welche Mission wir auf Korang hatten, aber da war was. So, 100%. Und nicht zuletzt gehen wir jetzt einmal kurz zurück. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ah, gut, das reicht noch. Das reicht noch. Füllen einmal den Treibstoff auf und machen uns dann auf den Weg. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht gut genug vorbereitet, auch wenn das vielleicht absurd ist, aber man denkt ja immer noch, man könnte noch irgendwas tun, man müsste noch irgendwas machen, man hat noch irgendwas vor. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt so schlimm wird, wie ich mir denke, oder ob das nur einfach eine weitere Mission ist und es danach ganz normal weitergeht. Weiß ich gerade nicht. Mnemosyne. Wer denkt sich denn eigentlich die Namen für die Planeten aus? Kann mir das mal einer erklären? So, hier ist 66%, aber wo ist denn... Oder ist dieser verlassene Reaper die letzten 10%, 10%, 33,33334%, die noch fehlen, um den Sektor zu erkunden, wahrscheinlich. Ich will aber ehrlich sein, wenn ich da in dieser Hauptmission starte, würde ich gerne richtig reden können, ohne dass es immer mal wieder ein bisschen wehtut und auch abbricht. Und von daher, ich hoffe, mir ist keiner böse, wenn wir die Hauptmission, nachdem wir jetzt alle Nebenmissionen und alle Erkundungen vollzogen haben, dann morgen machen, wenn es hoffentlich mit der Stimme wieder ein bisschen besser ist. Ich werde jetzt fleißig wieder Tee trinken. Mittlerweile wird das ja auch zum Standard irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da los ist und warum immer, egal was passiert, ich kriege einen falschen Wind ab, Stimme denkt sich, nö, ohne mich, tschö. Immer und immer wieder. Na gut, ich gehe nochmal kurz zum Forschungsterminal, gucken, ob wir da irgendwas vergessen haben, aber ich glaube nicht, dass wir da was vergessen haben, denn wir hatten ja doch immer sehr... Naja, nee, das ist... Und wir hatten ja mit der ganzen Crew darüber gesprochen, welche Verbesserungen möglich sind. Von daher... glaube ich auch, dass wir, was die Schiffsverbesserungen betrifft, alles beisammen haben. Ja, wir könnten noch einmal mit Joker reden, den haben wir die ganze Zeit immer außen vor gelassen. Hier, Edie, das alte Ehepaar. Das können wir gerade nochmal machen. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß. Okay, also da hat sich nicht viel getan. Alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Dankeschön. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen uns in der nächsten Folge auf, das Reaper FFS zu beschaffen. Ich bin gespannt, was kommt, denn ich kann mich hier tatsächlich wieder mal an nichts erinnern. Deswegen bin ich gerade so kritisch mit den ganzen Nebenmissionen und mit allem, was wir noch so drum und dran machen können, weil ich einfach nicht weiß, ist das jetzt die letzte Mission? Ist das nur eine von vielen Hauptmissionen, die noch kommen werden? Wobei eigentlich ja die letzte Mission oder so ein bisschen das Finale müsste ja eigentlich erst kommen, wenn wir durch das Omega-3-Portal fliegen, ne? Das ist ja eigentlich der zentrale Punkt. Und wir brauchen ja das Reaper FFS, um da durchzukommen. Nichtsdestotrotz vermute ich vor uns eine Mission, die mal wieder atemberaubend wird im Vergleich zu den vielen, vielen schönen... Nebenmissionen, die wir jetzt hatten, die auch sehr gut waren.
und auch Spaß gemacht haben, aber natürlich kein Vergleich zu so einer Hauptmission. So, ich hör auf zu quatschen. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.